Also, Bro, also wie groß und umständlich lang wollen die denn den Weg noch machen? Ja, bitte? Oder wie? Oder nein, danke? Bin ich überhaupt auf der richtigen Seite? Es ist schon wieder so übertrieben, ne? Warum sind die nur immer übertreiben? Den Weg hätten sie auch viel kürzer machen können. Den Weg hätten die doch auch viel kürzer machen können. Wie weit ist das bitte? Wollt ihr mich verarschen? Wie weit ist das? Ich will endlich mal in den Tempel rein. Als ob das noch immer so lange dauert. Bro, kannst du vielleicht auch mal herkommen? Also wenn der Weg ein bisschen kürzer gewesen wäre, wäre es auch okay gewesen. Schnauze. Kakuda-Flügel. Und Kakuda-Auge. Da machen wir einfach Auge, ne? Ah ja. Ah, so. Ist hier wirklich was drin? Hm? War einfach zu verdächtig. 10 Holzpfeile. Okay. Okay, die wollen, glaube ich, wirklich, dass man sich hier mit Pfeilen nur so eindeckt. Sonst würde man hier nicht so viele bekommen. Ich finde persönlich trotzdem den Weg hier wieder übertrieben lang. Ist zwar irgendwie cool gemacht, die Idee, aber das zieht sich gerade wie Kaugummi. Bam, Headshot! Und zack. Tschüss, Mann. Oh, fuck it. Ja, seht ihr genau das meine ich? Die Steuerung ist ass.
Bro, ich drücke immer die falsche Scheißtaste. Ganz ehrlich, was ist das? B. Parasiegel auf B. Mit X nehme ich sie ja wieder weg. Uiuiuiui. Dauert das jetzt noch sehr lange, bis ich endlich da oben bin? Noch eine halbe Stunde? So langsam nervt mich das schon wieder ein bisschen. Ja klar. Ah ja, Kraftkochobst. Erhöht dein Angriffskraft Level 1. Süß ausgerichtet, wenn ein Haufen Obst zusammengekocht wird. Muss, glaube ich, auch echt ein bisschen öfters kochen. Ne? Bockblinhauer. Mit Kleingetier zur Medizin verarbeitet. Habe ich Kleingetier? Eigentlich ja nicht so, ne? Außer diese Sachen. Schleichwürmchen und so. Blutlibelle. Wurtechse. Gut Medizin. Ich bräuchte eigentlich mehr Sachen, die irgendwie Angriff erhöhen. So.
So. Oh, Digga, wie weit geht das noch? Wie weit geht denn das noch nach oben? Ja, habt euch so gedacht, ha? Ja, da war auch ein paar Probleme hier hochzukommen, hä? Huh? Ja, finde ich halt auch wieder. Künstliche die Länge strecken. Das kann Nintendo sehr, sehr gut bei ihren Spielen. Das können die wirklich sehr, sehr gut. Kommt dann nämlich auch gerade wieder so vor. Boah, ich könnte jedes Mal so abkotzen, wenn dieses dumme Spiel schreibt. Wie? Wie bin ich jetzt wieder gestorben? Ganz ehrlich, das ist so ein Scheißspiel. Woran bin ich jetzt wieder gestorben? Wer hat mich da jetzt gekillt? Ich bin jetzt gespannt, wo ich wieder anfange. Welcher Hurensohn hat mich jetzt bitte umgebracht? Okay, wieder hier. Dann mal die Schnauze jetzt. Ich glaube, das war der Hurensohn da oben, oder? Du blöde... Ist Flitsche war es das. Du hast Sachen nach uns geworfen, du Drecksau. Ja, alles klar. Weil mit Stein schmeißen ist er doch ganz schön ehrenlos, ne? Ich schwöre, in diesem Drecksgame stirbst du halt wegen jeder Kleinigkeit. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon... Ich bin, glaube ich, schon locker 10-mal gestorben. Nee, antike Wächter gibt es nicht, nur dafür gibt es ja jetzt diese Sonar-Konstrukte, die uns hier die ganze Zeit angreifen. Ah, Mann, ich will nicht mehr. Wie lange geht denn das noch? Wir sind ja immer noch nicht mal ansatzweise oben. Nintendo, was ist denn mit euch? Wie hart habt ihr denn hier reingeschissen? Da hinten ist immer noch dieser komische Drache. Wie weit geht das noch? Heilige Scheiße, Alter. Um Himmels Willen. Bro, das Ding ist komplett im Weg. Dann mach das halt näher dran, du Idiot. So, die Flamme muss eben in den Ballon rein. Und nicht daneben.
So. Du dumme Sau. Gibt's ja wohl nicht hier. Wie lange geht das noch? Ich möchte endlich mal bei diesem scheiß Tempel sein. Ich spiele jetzt seit 6 Stunden und ich bin immer noch nicht bei diesem Dreckstempel. Warum ist Nintendo denn immer so hart übertreiben? Guckt euch das an, wie weit wir schon oben sind. Wir müssen hier jetzt runterfallen, das war's komplett. Boah, nee, ganz ehrlich. Wir müssen da oben in diese scheiß Sturmwolke hinein. Da oben müssen wir rauf. Also wie lange geht denn dieser Rotz jetzt hier noch? Ja, super. Ich komm ja nicht mal bis zu diesem dummen Schiff. Ich komme ja nicht mal bis dahin. Geht ja nicht. Ich stream heute schon seit 6 Stunden, ja? Das ist korrekt. Warte mal, können wir einfach nicht mit dem... Ich habe immer Angst, dass ich in die falsche Richtung gehe, aber ich glaube, ich bin schon richtig. Ey, also ganz ehrlich, ich fühle das Game gerade überhaupt nicht. Es tut mir echt leid. Ich hab's versucht, aber ich find's gerade überhaupt nicht geil. Ob das noch besser wird, weiß ich nicht. Bis jetzt sehe ich hier immer noch dasselbe Spiel. Für mich ist das immer noch Breath of the Wild 2. Alles daran packt mich ab. Zeitbombe? Ja, das ist auch neu. Hier oben ist noch ein Schrein? Habt ihr mich fickt, Nintendo? Hier ist noch ein Schrein? Noch einer? Hier oben? Bruh. Einfach nur bruh. Richtiger bruh-Moment. Schabadoing. Als ob hier noch so ein Scheißschrein ist. Aha. So hoch bin ich zum ersten Mal. Die Luft hier ist ja richtig eiskalt. Macht dir das nichts aus, aber was ist mit dir, Link? Schütze dich sonst, zufrieden, oder? Ja, ich habe mein Ornigewand und meine alte Winterhose dabei. Also ich bin gut geschützt. Gar kein Problem. Und ja. Der Anfang war wirklich ein bisschen zäh. Da habe ich auch gute 4 Stunden gebraucht, so 3 bis 4 Stunden im Tutorial-Gebiet. Fand ich auch ein bisschen übertrieben. Also ich glaube, beim großen Plateau brauchst du nicht so lange. So, Kahatana umschreien. Wer Kahatana dumm schreien, wenn ich den jetzt nicht schaffe. Also ich kann es nicht mehr sagen, weil es so lange her ist. Ich weiß nicht, wie lange ich für das große Plateau in Breath of the Wild gebraucht habe, bis ich von dort runter war. Aber ich bilde mir ein, dass das ein bisschen schneller ging. So. Ah, dankeschön. Endlich mal wieder ein Schrein, wo wir einfach nichts machen müssen, außer nur hinzukommen. So, große Sona-Energiesphäre. Nice, und das war's auch schon. So. Das ist schon das zweite Mal, dass wir so einen Belohnungsschrein haben. Also ich nenne immer Belohnungsschrein, weil du bekommst ja nur eine Belohnung, musst sonst nichts machen, außer in den Schrein halt reinzugehen. So, und wir haben wieder hier Segenslicht. Das heißt, ich könnte mir nochmal meine Ausdauer erhöhen. Ich glaube, das werde ich auch machen.
Jetzt kann ich mich ja hier hinporten. Das heißt, jetzt gehe ich kurz zurück ins Ornidorf und gehe zu der Statue hin und sage: Yo, ich möchte noch mal einen Ausdauercontainer, bitte. Und dann beam ich mich wieder hierher. So. Oberfläche. So, hier Dorf der Orni, Gardakisa-Schrein, Teleport. Link, hast du was Dringendes zu erledigen? Okay, sag mir das Spiel jetzt ernsthaft, ich darf nicht. Alle doch! So, erwartet, erwartet. Das dachte ich schon, ich kann es gerade nicht, weil ich in dieser Quest drin bin, aber es ist schon möglich. Er wartet einfach auf uns. Für einen Moment habe ich jetzt geglaubt, das Spiel lässt das nicht zu, weil ich in dieser Quest drin bin. Aber scheinbar geht das ja doch. So. Nur mal ganz kurz. Wo war denn überhaupt die Statue? Hier war dieser eine Krog. Ich muss ja auch Maronus nochmal finden. Der ist ja schon weitergezogen. Der hat gesagt, irgendwo Richtung Osten, wo es ein bisschen belebt ist, sei. Entweder ist er nach Kakariko gegangen oder nach Kateno. Kann ich mir vorstellen, aber das sind eigentlich viele Leute immer. So, na, ich bin's wieder. Ich erbitte Ausdauer. Ja. Ich gehe erstmal auf Ausdauer, bis ich einen zweiten Kreis voll habe, und dann gehe ich auf Herzen. Weil Ausdauer ist halt in dem Spiel so wichtig, wegen länger fliegen können, längere Kombos machen, klettern und alles. Deswegen erstmal Ausdauer. Warte mal, welcher Schrein war jetzt der denn nicht? Ah ja, hier, Rauchsegen. Der war das. Nicht, dass ich mich jetzt zum falschen Schrein porte. Und ja, es ist, naja, fast dieselbe Map wie in Breath of the Wild. Fast. Ist ein bisschen schwer zu sagen, weil die Himmelsinseln sind ja komplett neu. Den Untergrund gibt es auch noch, da war ich noch gar nicht. Möchte ich aber auch mal irgendwann hinschauen. So, Link, ich wusste, dass du zurückkommst. Los, lass uns aufbrechen. Der hat wirklich brav gewartet. Sehr schön. Ja, gut, die haben natürlich schon auch die Städte und Dörfer auch ein bisschen verändert. Da hat sich jetzt auch schon einiges getan. Also, die Landschaften sind natürlich nicht eins zu eins gleich. So, ich glaube, jetzt sind wir, glaube ich, endlich mal fast da. Ich glaube, jetzt fehlt nicht mehr viel. Jetzt sind wir schon so weit oben. Jetzt fliegt hier schon dieses Schiff rum. Ich glaube, jetzt müssen wir endlich mal da sein. Das hat aber, meiner Meinung nach, hat das zu lange gedauert. Das war so ein zäher Aufstieg. Hätte man noch ein bisschen kürzer gestalten können. So, warte mal, was ist jetzt hier noch? Ein guter Wind. Es geht echt immer höher, ne? Es geht immer noch weiter nach oben. Upsi. So. Okay, nee, das wird nichts. Dann nehmen wir das nächste Schiff. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, das war knapp. Ups. Ich glaube, ich mache es lieber so, dass wenn die Schiffe scheinbar eben Kreis fliegen, dass sie eher auf mich zukommen, weil dann kann ich ja leichter drauf landen. So.
Okay, jetzt sind wir über der Sturmwolke. Jetzt bin ich gespannt, ob es hier oben nochmal einen Teleporter gibt oder nicht. Bei den Breath of the Wild konntest du dich bei den Titanen dann später auch hinporten, also direkt zu den Titanen, wenn du die zum ersten Mal betreten hast, gab es da auch so einen Teleporter. Also vielleicht ist das jetzt hier bei diesem Tempel auch so? Ich würde gerne zur Sicherheit lieber nochmal speichern. So. Und da ich jetzt doch ein bisschen mit einer Cutscene rechne, blende ich mich kurz aus. Ich mach das schon längst!